gut gezogen, gut zugeschlossen. Ja. Und ich auch so weit mittendrin. Und wir haben zu früh angefangen. Und wir haben zu früh gesagt, komm, ich hätte mir zwei Galoppsprünge machen müssen. Das hätte ich eigentlich gegeben. Aber sonst, ja, wie heute ist mir gelungen, Gott sei Dank. Sehr gut, ja. Ja, das ist nicht, wo du mit dem Grand Prix als Fehler. Ja, genau, die Rechtsbüro hier unten. Ja, bin ich happy, dass das gegangen ist. Tempiwechsel eigentlich gut, kann noch ein mehr nachführen. Ah, es hat schon noch Potenzial drin. Die erste eine Passage bin ich ein bisschen schwach. Aber sonst eigentlich ja, mit der Tappenstärkung sehr happy. Mit dem Flow bin ich sehr happy, den ich gehabt habe. Ja, das hat mir gewusst. Mit diesem guten Piaffe und Passage und so, gefällt den Pferd mehr den Grand Prix Spezial als den Grand Prix normalerweise? Ja, ja. Der Grand Prix Spezial ist viel flüssiger. Im Grand Prix viele Übergänge, ist nicht schlimm, aber im Grand Prix Spezial kann man zureiten. Das mag er sehr gerne, ein bisschen weiter und durch und wieder ein bisschen zurück. Das ist das eine Stärke, das kann er einfach gut. Muss man nicht so viel tun dafür. Also, das kleine Fehler, die einzige Fehler, war. Einer Tempi zwischen. Ja, ja, ich weiß, ich habe gesehen. Aber ich habe ein bisschen zu früh angefangen. Ich habe zu wenig noch gewartet. Ich war ein bisschen übermotiviert. War nach der Pirouette sehr glücklich, habe ich gedacht, jetzt rein. Und dann habe ich die Punkte ein bisschen da gesehen, habe gedacht, jetzt fang an mit den neuen. Und damit du früh fertig bist, um die Rechtspirouette gut hinzukriegen. Und dann war ich zwei Galoppsprünge zu früh. Hätte das warten müssen. Ja. Die Schwede.